So, willkommen zurück hier beim Eingang des Labyrinthes. Wie Neustart? Achso, ja, vom nächsten Checkpoint, vom alten Checkpoint meine ich. Wir sind relativ am Ende des Levels, würde ich jetzt so mal behaupten. Wir sind bei einem kleinen Bosskampf. Ich sollte am besten auch mal mehr blocken und nicht nur ausweichen, denn dadurch werden die Gegner auch teilweise paralysiert und in der Sekunde kann ich angreifen. So, dann gucken wir mal, wie wir den Typen besiegen. Da, wie gesagt, haben wir irgendwie so einen Speer, was wir eventuell in diese Statue reinhauen könnten. Ach, das ist für die Tür wahrscheinlich. Könnte tatsächlich für die Tür sein. Bam, 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 bam. Und bumm. Zack, der ist tot. Schnell ausweichen. Die werfen hier die... Oh, nee, da war eine Granate, wollte ich gerade sagen. Die werfen ja hier die Granaten wieder. Das sind die... Ist so das Blöde an den Goblins. So, wenn ich jetzt... Na, schade. Ich dachte, ich hätte die Richtung geändert. Bam! So. Und den habe ich noch erwischt. Oder läuft hier noch einer gerade rum? Irgendwo. Mal gucken. Der Typ läuft hier wahrscheinlich irgendwo wieder rum. Da vorne ist er. Der ist gut getarnt, der Typ. Blöd ist er ja nicht, ne? Oder doch? Das ist wohl der Commander, der hier voll versagt hat, wie man sieht. Ich weiß gar nicht, was er da gerade macht. Weil er hat ja alle verloren. So. Hier, das ist die Strafe! Du dummes Wiesel! Okay, jetzt versuche ich mal ein bisschen mehr zu blocken hier. Mal gucken, wie das funktioniert. Ach, ich habe gar nicht geblockt, ich. Jetzt muss ich hier gucken, dass ich ein bisschen Lebensenergie klar mache. Ja, jetzt bekomme ich hier Lebensenergie, aber bin fast K.O. Und das hätte ich wahrscheinlich auch gegen die Spinnen und so machen können, hier dieses mit dem Blocken, weißt du? Aber ich habe es verpennt. Okay, diese Dinger kann ich nicht abwehren, oder? Guck ich mal. Ja, take this! Und meine Anzeige ist gefüllt. Was, der ist schon tot? Der ist schon tot. Das war ziemlich einfach, Alter. Ich glaube, bei ziemlich vielen Gegnern muss ich einfach nur blocken und das reicht schon. Ja, man sieht schon, eigentlich unnötig, dass ich beim letzten Mal gestorben bin. Eine Schriftrolle habe ich aufgehoben. Hatte ich nicht eine Schriftrolle irgendwie gerade aufgehoben? Na egal, auf jeden Fall ist die Anzeige fast gefüllt. Ich glaube, mit der Zeit nimmt sie aber ab, oder? Ja, jetzt nimmt sie leider ab. Gleich so. Hä? Nee, komm, nimm das nochmal auf. So, und... So, jetzt endlich. Falsche Seite anscheinend. Und einmal drehen das Ganze. Hoppa! Super Save-Seller auch, wie man oben am Leben sehen kann. Ziemlich viel Leben abgezockt. Hätten wir eigentlich gar nicht überleben dürfen. Das ist doch nicht wahr, Alter. Dann drehen wir das nochmal ganz bis zum Ende halt. Wenn die das so wollen, dann machen wir das natürlich. Ich glaube, ich upgrade jetzt nochmal unsere Dreiecksattacke. Achso, so, jetzt muss die Filmsequenz kommen. Zack und fall um. Aber bitte nicht auf mich rauf, das wäre ein schöner... Oh, wir sind jetzt runtergefallen, glaube ich. Wir haben das Level geschafft. Gut, dann nochmal zum Talentfenster und jetzt gucken wir mal. Ich würde gerne jetzt doch dieses Upgrade hier kaufen für die Kettenbarriere. 1500 kostet das. Halte Dreieck gedrückt um eine Reihe. Hm. Klar, das finde ich relativ gut bisher und wenn die jetzt noch verbessert ist, dann umso mehr sogar. Gut, dann schalten wir jetzt mal in das nächste Level. Magiesteine haben wir nicht eingefunden. Na gut, viele kann man vielleicht auch erst beim zweiten Mal finden. Viele auch nicht. Wasserfälle von Agartha. This ancient city occupies many layers, each one being the foundation for the next. It is a labyrinthine maze of dead ends and forgotten walkways. Danger lurks around every corner.
He has shown great resilience, but this journey will take him longer than anticipated and deeper than any man has ever ventured in centuries. He will need all his wits to find an alternative route into the heart of the city, where his destiny awaits him. Das haben wir bestimmt überlebt. Natürlich überlebt man das, ohne dass irgendwie ein... Ja, wir sind da relativ sanft gelandet anscheinend. Wir sind Saiyajin. Das weiß nur keiner. Das wird wahrscheinlich am Ende enthüllt. Und wir haben ein bisschen Leben geschenkt bekommen. Yay! Was geht los da rein? Eine Schriftrolle. Ich habe die Leichen meiner Brüder auf der Suche nach den Steinen geplündert. Wenn ich genug davon sammle, bin ich unbesiegbar. Diese Narren versuchen, die Welt zu retten, während ich bald dazu fähig sein werde, sie mit Hilfe meiner neu erworbenen Macht zu erobern. Ich weiß, dass sich ein Lichtstein in der Nähe befindet und ich habe vor, ihn mir zu holen. Niemand kann mich jetzt noch aufhalten. Niemand! Außer der Tod. Heißt ja nicht unbedingt, dass er immer an der gleichen Stelle diesen Brief verfasst hat, den kann er ja auch schon 5000 Meilen davor berechnet haben. Ist ja durchaus möglich. Was haben wir denn hier noch so rumliegen? Sieht so aus, als wäre das irgendwas. Aber es blinkt auch nicht, also gehe ich davon aus, dass es wirklich nichts ist. Hier komme ich auch nicht hoch, ne. Dolche haben wir auch 10 Stück. Die töten, wie gesagt, kleinere Gegner relativ effizient. Ich kann davon ja auch mehrere auf einmal abfeuern, falls man irgendwie ein Problem hat und zu viele Gegner hier sind. Das sieht hier wieder aus. Oh nein, Goblins. Nein, nicht Granaten. Verdammter Hut, du. Nein, Spinne. Hier will ich lieber nicht blocken. Ich weiche hier nur aus, weil ich nicht vergiftet werden möchte. Von daher blocke ich hier nichts. Bei dieser Giftzahn. Ja. Muss ich ein bisschen Magie. Ich habe zwar ein bisschen Magie, das müsste ich dann rein theoretisch nur ein paar Mal andütschen, aber ich glaube, das zieht auch schon viel ab. Und solche aufgeladenen Spinnen, die kann ich sowieso nicht abwehren und diese Spinnenbisse auch nicht. Das hier vielleicht. Das war aber auch kein Spinnenbiss, glaube ich. Da hat man noch nicht den äußeren Stachel gesehen. Die äußeren Stacheln. So, ich greife hier ganz bezagt den mal von der Seite an. Wow, da ist er gerade ausgewichen noch. Der Fuchs. Okay. Ist gelähmt. Ja, stopp. Du gehörst mir. So, drücke die R2-Taste, solange die Spinne betäubt ist, um aufzusetzen. Drücke Viereck, um einen Nahkampf und Fernkampf. Dreieck, cool. Und da kann ich sie bestimmt wieder erwürgen. Hui! 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 Ja, alles klar. Bisschen gestört. Rein theoretisch könnte ich dich jetzt erwürgen. Kann ich springen? Nee, das geht nicht. Noch irgendeine andere Moves? Ich erwürge dich! Ah, ich wollte so antäuschen, weiß ich, so würgen, dass er kaum Luft bekommt und dann wieder zurückziehen. Die Spinne hat einen Lichtmagie-Stein fallen lassen. Nähere dich ihm und... What? Absolutely cool. What? Aber es hat nicht jede Spinne wahrscheinlich. Guck mal, wieder überladen. Ey, werden hier so viele Gegner jetzt? Wäre das richtig cool. Ich habe kaum Leben noch. Können nicht Gegner kommen? Meine Magie ist gerade so voll. Da könnte ich dann schön Leben tanken. Na gut, dann warte ich eben noch ein bisschen. Hupp. Einmal rüberspringen. Jetzt hier runter. Fallen lassen. Okay. Kann ich hier jetzt einfach... Soll ich hier rüberspringen? Ja. Glück gehabt. Man muss auch vorsichtig machen, dass man nicht mit dem linken Analog noch nach links geht. Dann springt er eventuell runter. Das ist immer so eine Feinfühligkeit hier, die man manchmal an den Tag legen muss. So. Ich gehe lieber nicht... Uha! Ist das etwa... Ach, das ist wieder dieses Vieh hier.
Der hat seine aufgeladene Attacke gemacht. Schon wieder! Nee. Der hat die aufgeladene Attacke gemacht, Mist. Die kann man einfach nicht abwehren. Ist ja klar, sonst wäre es ja einfach. Dann könnte man die ganze Zeit alles abwehren. Habe ich mich verspekuliert, kann man. Das kann man so sagen. Boah, das ist ja unfair von dem Spiel, dass man immer an der Stelle ist, wo man hier dieses Tier umbringt. Also. Aber der Stein ist eingesammelt, glaube ich, ne? Ja, scheint eingesammelt zu sein. Aber das Gute ist, man bekommt immer Magie hier, weil sonst wird die ja immer abgezogen. Aber es ist natürlich nicht mehr überladen, leider. Man startet, glaube ich, von null. Gut. Ich zocke ihm jetzt richtig viel Leben und dann muss ich darauf achten, ob er seine aufgeladene Attacke macht oder nicht. Dann möchte ich es jetzt mal schaffen, ohne zu sterben. Sterben ist nicht ganz so schön. Und einmal zack rüberspringen. Nochmal hoch. Sieht doch gut aus. So, jetzt wieder hier den Weg. Und dann geht schon wieder los. Na, Kapsch. Take it. Ja, dieser Superschlag zieht echt viel ab. Ich könnte ihm auch einfach aus dem Weg gehen, weil ich da hochklettern könnte, obwohl er, vielleicht kommt er mir nach oder so. Also am Anfang erstmal noch ausweichen, weil ich weiß ja nicht, ob er wieder seinen aufgeladenen Move macht. An den Stellen ist es mal ärgerlich hier, da muss ich mal runterklettern, das dauert wieder seine Zeit. Und einmal rüberspringen. Jawohl. Ich guck mal, ob ich dem jetzt einfach aus dem Weg gehe. Also zuerst ausweichen. Muss ich mal gucken, wie ich sehen kann. Junge, Alter, chill doch mal. Ich wollte gerade ausweichen, aber es klappt nicht. Dann werde ich ihn... Ne, ich muss ihn fertig machen jetzt. Also, jetzt geht's wirklich nicht. Jetzt hat er mich nochmal blamiert hier. Ne? Jetzt muss ich ihn killen. Gibt's hier vielleicht einen Brunnen oder so, wo ich nochmal schnell ein bisschen Leben pumpen kann? Vielleicht greife ich ihn auch erstmal mit dem Dolch an oder so. Wäre auch eine Idee. Oder ich aktiviere gleich meine Magie und greife ihn an, weil dann habe ich irgendwie das Gefühl, wenn ich am Anfang aktiviere, dass er kurz paralysiert ist. Da bekomme ich dann so viel Leben, dass ich immerhin noch einen Superangriff von dem eigentlich überleben müsste. So, wieder hier runter. Ich glaube, ich aktiviere es jetzt erstmal am Anfang und ich habe ja 10 Dolche. Also die sollte ich eigentlich jetzt mal loswerden hier. Die ziehen aber nicht so viel Damage ab, wie ich es mir gerne erhoffen würde. Vorne ist ein Brunnen, da will ich hin. Okay, das habe ich falsch eingeschätzt. Da war deine Superattacke. Ach man, da habe ich nicht genug Energie abgezapft, um diese kleine Druckwelle hier zu überleben, ey. So langsam sollte ich den jetzt mal echt killen. Das ist, wird langsam lächerlich hier. So, dich bringe ich wieder um, Spinny. Das Bild ist echt, das ist auch schwierig, diese Schläge richtig viel abziehen. Aber ich spiele, glaube ich, noch nicht auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad. Und mit so wenig Leben geht das oft in die Hose bei mir irgendwie. Hätte ich mehr, wäre ich optimistischer. Und dann, komischerweise, wenn ich voll bin, dann zieht er mir nichts ab irgendwie. Wenn ich fast tot bin, dann nimmt er was. So, ich werde jetzt wieder direkt, direkt wieder meine Magie auswählen. Wird er wahrscheinlich gleich wieder schützen, das heißt, ich kann nur ganz wenig abziehen. Vielleicht...
Yes, richtig viel bekommen. Ja, und jetzt gebe ich's dir, verdammt! Du blamierst mich nicht nochmal! Du bist der Grund, warum ich verliere, nicht ich! Wow! Alter Schwede, Mann. Ich habe echt Probleme mit diesem Typen, du. Vor allem, weil dieser Bereich auch wieder so klein ist, weißt du? Am Anfang ist es... Ich nehme meine Magie, dann die Dolche und dann greife ich ihn an. Dann habe ich relativ wieder viel. Dann muss ich aufpassen, welche Moves er macht. Manchmal ist es auch so, dass es aussieht, als ob er seinen Super-Move macht. Dabei den normalen macht, da schlägt er zweimal. Und wenn ich dann denke, er macht seinen Super-Move, reagiere ich falsch und werde im schlimmsten Fall zweimal getroffen, was sofort der Tod wäre. Oder macht er noch seine blöde Druckwelle manchmal. Ich glaube, das ist beim Superschlag und dann die Druckwelle. Ja, na, nicht fallen lassen. So. Und wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann schneide ich das immer zusammen, sodass ihr den Weg jetzt nicht mehr sehen müsst. Ist, glaube ich, etwas besser. Natürlich mehr Arbeit für mich dann. Schlecht getan von mir. Schlecht getan von mir. Unser Superschlag, der zieht einfach alles ab. Unglaublich. So, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich bei ihm bin. So, jetzt geht's weiter. Das war sein Superschlag, ja. Bei seinem Superschlag macht er dann diese Druckwelle auch. Ne, das war sein Superschlag jetzt hier. Bisschen Leben wiederbekommen. Sieht aber nicht relativ gut aus. Aber jetzt komm schon. Ich muss nur ein paar Mal seine Attacke abwehren und dann... Und dann bekomme ich diese Energie hier zurück und kann dadurch wieder Energie, Lebensenergie tanken. Ja, sieht doch gut aus. Oh, der ist tot.